So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon, zum aktuellen Forzathon. Und der heißt dieses Mal an der Spitze: Horizon feiert Hot Wheels. Und nicht nur Horizon, sondern auch ich feiere Hot Wheels persönlich auch sehr. Macht mir sehr viel Spaß. Und letzte Woche war ja kein Forzathon, ich hatte einfach keinen Bock und halt die Aufgaben oder die Belohnungen waren nicht so lustig. Aber heute ist es besser. Aber man kann es natürlich schon erkennen hier ganz oben. Ich habe die erste Sache, die 10 durch Nadelöffentlichkeiten abgeschlossen. Das liegt aber eigentlich nicht an mir. Denn ich bin vorhin so durch die Welt ein bisschen gefahren, habe geguckt, ja, wo mache ich jetzt genau, oder hab ein bisschen nachgedacht und so weiter. Und dann habe ich halt auch ein paar Burnouts gemacht und dann nach 10 Burnouts kam halt dieser Erfolg. Das ist ein Übersetzungsfehler. Bei den Erfolgen, oder auch für den Erfolg, musste man 10 Burnout-Fähigkeiten machen. Und nicht 10 durchs Nadelöhr. Ich meine, Burnouts können bei dem Wagen schon mal passieren. Ich meine, der ist jetzt S1, das kann vorkommen, das ging halt schnell. Gut, habe ich schon abgeschlossen, aber trotzdem noch drei weitere Sachen. Und zwar einmal hier Stunt-Double, verfügen Sie 20 Hot Wheels Sprungfähigkeiten oder Stuntman-Fähigkeiten für 95.000 EP. Kann man machen, würde ich sagen. Dann fahre ich mal unten und mache ich mal unten weiter. Zitterpartie. Erreichen Sie 3 Sterne in einem Gefahrenschild im Bone Shaker, den ich gerade fahre, oder Myers Manx, um 3 Lose und 100.000 Credits zu erhalten. Also man kriegt 3 Lose, wo man auch mehr als 300.000 gewinnen kann. Ich glaube sogar 450.000 oder mal 100.000 obendrauf. Also man gewinnt dabei mindestens 106.000. Finde ich nice. Doch das Beste quasi, solider Sieg, schlagen Sie einen Rivalen, um den Porsche 911 GT2 RS zu erhalten, den wir auch heute fahren werden. Ich würde mal sagen, wir fangen an hier mit Stunt Double, also den Hot Wheels Sprungfähigkeiten. Mach ich mal kurz hier. Ich bin logischerweise hier im Hot Wheels Gebiet. Man sieht es hier in der mittleren Insel, die heißt, wie heißen die? Ich kann das gar nicht lesen, weil das so klein ist. Naja. Wir sind hier so ein bisschen boah, schräg, würde ich mal sagen. Ich würde mal sagen, fahren wir hier los. Ich habe oben schon 2 gemacht. Und zu gucken, was das überhaupt ist, denn wir müssen hier einfach so einen riesen Sprung machen. Hier riesig jetzt nicht so, warte, und wow. Das müsste gezählt haben, ne? Zack, genau. Das sind diese Sprünge, also halt durch diese Turbos fahren und diese komischen Airs machen, heißt hier Hot Wheels eher. Gibt 1200 Punkte, nicht übel. So, wieder umdrehen. Find ich Stelle hier ganz gut, kann man gleich zweimal machen. Zack. Genau, gibt wieder eine. Kann man quasi wieder umdrehen. Oh Gott. Umdrehen habe ich gesagt. Okay. Die ist hier voll aufgebaut. Und richtig dicken Schlappen, Alter. Der Turbo war nicht so nice. Und der war gerade hinten schon in der Serie. Alter, der Sprung muss irgendwie mega lang. Der hat hinten in der Serie 3,75er drauf, aber ich habe jetzt noch hier ein bisschen mehr drauf gemacht. Der hat jetzt 4,25er hinten. Wenn man sieht auch, die sind oh, so ein bisschen breite Dinger, ne? Also, kann man das noch Reifen nennen? Oder sind das schon Walzen? Weil, ich meine, guckt euch das mal an, wie groß die sind. Und vorne, glaube ich, nur 2,45er. Das sieht vielleicht dazu schon ein bisschen wenig aus. Ich würde sagen, eine machen wir noch. Okay, das werde ich entweder rausschneiden oder irgendwas daraus machen. Bam. Genau. So, wieder hier durchfahren. Wieder schneiden muss ich mal gucken. Auf jeden Fall sehen wir uns dann gleich wieder.
Und Erfolg geholt, Bitch. So, gerade die Frauen erfahren. Gab es ein paar EP? Dann glaube ich einen Wheelspin. Jawohl, haben wir. Erstmal einlösen. Hoffentlich bekommen wir jetzt einen schönen Preis. Bei harter Arbeit. Bei 5 Minuten, okay. So ein alter Chevrolet. Brauche ich nicht, aber ja, haben oder nicht haben, ne? So, ich mache mal kurz den Erfolgstracker weg. So, als nächstes gucke ich mal kurz. Würde ich sagen, machen wir die 3 Sterne bei einem Gefahrenschild. Habe ich bis jetzt noch gar nicht so viele entdeckt. Ich sortiere einfach mal. Ist dann einfacher. So, wenn wir 1, 2, 3. Okay. Wir können ja mal das hier probieren, oder? Was haben wir denn hier Schönes? Ich probiere das mal. Warte, 203 Meter, man braucht 259. Alter, was haben wir hier? Okay, das kann man, glaube ich, besser schaffen. Mal schauen. Wenn man schnell wagen, sollte nicht ganz gut gehen. Das war relativ schnell. So, hopp, wieder durch. Netter Sprung. So, ist ja keine 4 Kilometer. Ist ja nicht weit. Das kann man auch schnell fahren. Oh Gott, ja. Kurvenlage nicht ganz so nice. Hier links abbiegen. Ich glaube, hier ohne GPS fahren, das wäre nicht so geil. Wenn im normalen Spiel geht das ja, aber hier. Das ist, glaube ich, echt hohe Kunst. Warte, ich will das machen. Hui! Oh Gott. Ja, war nicht schlecht. Ah, zwei. Mist. Okay, doch noch voll freigeschaltet. Ah, nice. Tja, guck mal. Jetzt bin ich. Achso, ich kann ja wieder hochfahren, denke ich mal, ne? In der nächsten Runde, Dankeschön. Bereit für neue Veranstaltungen, Boss? Das hier sollen die verrücktesten überhaupt sein. Ich weiß wirklich nicht, warum Sie das immer wieder betonen. Weiß ich auch nicht, Gera. So, ein paar neue Events. Bei Erstdance natürlich auch. Ja, wann hört's mal auf? Ach, danke. Komme ich hier hoch? Genau. Ich war richtig. So. Ich habe unterwegs Sterne gemacht. Das ist nicht in der Aufnahme, gibt es ja gar nicht. Also nicht in der Hotwheels-Aufnahme. Naja, egal. Wird damit auskommen müssen. So, warte, genau hier auf die blaue Strecke wieder. Das ist eine geile Kurvenkombination. Erinnert so ein bisschen an Oval. So, ja, hier muss ich hier rechts. Also hier muss ich echt genau auf die Karte schauen, genau. Gerade wenn ich sage, ne? Verkacke ich wieder. Ah ja, ich weiß jetzt, welches Fahrstell das ist. Ich war der Wagen ist dafür halbwegs gut geeignet. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Denn entweder ein anderes Gefahrenschild oder ja, anderer Wagen. Aber sagen wir es, die alle auch reicht. So. Ich glaube, wir müssen 122 Meter. Oh Gott. Müsste gereicht haben, ne? Ja! Jawohl! Geschafft! Eine Medaille dazu bekommen. 3 Sterne gemacht und Erfolg freigeschaltet. Jawohl. Na, so gefällt mir das. 100.000 Credits und 3 Lose. Die werde ich jetzt mal sofort einlösen. Geld haben. Viel Geld oder ein richtig geiles Auto. Ja, beides bestimmt nicht bekommen, aber gut. Genau. Das war viel Geld. Jetzt hätte ich gern viel Auto.
Naja, schon besser. Na, ja, noch mehr. So ein Huni. Naja, nicht ganz. Na, immerhin. Weil es ist ja trotzdem geschenktes Geld quasi. Naja. Es fehlt noch eine Sache und zwar noch einen Rivalen schlagen. Nur noch ein paar Rivalen. So, oh Gott. Wir müssen ja irgendeinen schlagen, ne? Natürlich am besten hier irgendeinen nehmen, der auch. Der Matze. Der auch hier im. Bei Dings ist, bei Hot Wheels. Aber sind hier überhaupt welche? Ich kann ja auch irgendeinen Rival nehmen, ist ja scheißegal. Wir nehmen mal. Genau. Festival. Strecken. Ich will gerne hier Rival. Ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Genau, Hot Wheels Rivalen. Jawohl. Blablabla, bla, bla, interessiert mich nicht. So, welche Strecke nehmen wir denn? Irgendeinen Rivalen schlagen. Welche Strecke nehmen, die nicht ganz so lang ist? Ist hier drin? Achso. Wir nehmen mal das hier, würde ich sagen. Wir fahren natürlich S1. Ich kann mal den Rivalen ändern. Ich würde sagen, wir nehmen einen, der nicht ganz so schwer ist. Jetzt vielleicht nicht den hier nehmen, den Porsche 959 mit 216, 216er. Muss jetzt, glaube ich, nicht sein. Bei den Freunden, okay, ist nicht verfügbar, das ist alles klar. Okay, er will nicht. Doch, jetzt geht weiter, Club. Okay, wir haben mit zwei im Club. 2,23 im Hot Wheels Mustang. Wir probieren es mal. Obwohl, ich glaube, der ist Platz 129. Ganz schön gut, ne? Ich brauche ein bisschen. Wir müssen gleich nicht hier den Erstbesten der Welt nehmen. Okay, vielleicht nicht so gut. Nehmen wir mal eine andere Strecke. Zum Beispiel die hier, Radstoß Rambos. Okay, der Rivale will er irgendwie nicht. So, muss er A drücken, ne? Oh, oh nee, 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 ich wollte den Rivalen natürlich ändern. Ha, das werde ich wohl schlagen, oder? Keine Zeit. Aber geht das denn überhaupt? Wir probieren es mal. Und gucken, ob das dann überhaupt geht. Aber dann theoretisch ja, ne? Ich hätte ja vorher keine Zeit, also wenn ich die keine Zeit schlage, dann müsste ich ja den theoretisch bekommen. Wir probieren es einfach. Uiuiui. Wieder der Profi hier am Start. So, den Looping machen. Der Magen freut sich. Oh, im Himmel. Ja, mir geht der ganze Zeit, ist mir scheißegal. Dann geht's mir auch gar nicht. So, wir haben überfahren. Naja, ist schon ziemlich schräg. Ich gucke aber nicht ganz. Weiß ja auch nicht. Oh, er ist auch in der Kurve. Ich finde, da reicht sogar. Ja. Ein Vollgas ist nicht gut. Komm. Komm rum hier. Oh Gott, oh Gott. Ah, hat noch ganz gut funktioniert. Jetzt wahrscheinlich hier so langsam wie so ein alter Opa. Aber ist doch nicht so einfach. Wieder schräg fahren. Das ist irgendwie nice, immer so mega schräg zu fahren oder kopfüber, halt Loopings, das finde ich.
Am besten. Jawohl, das ist auch richtig nice. Zurückspringen brauchen wir nicht. Ich fand es auch das Ziel schon. Okay, zeittechnisch sieht es glaube ich mega scheiße aus. Ich meine, fast 300 km den Loop entnehmen. Alter, ne? Ne, 209, 210, ich weiß gar nicht, was da genau war. Ja, geschlagen, yes! 209, 963. War das jetzt gut oder nicht? Aber er hat gezählt, ja, das ist das Wichtige. Ja, solider Sieg, würde ich sagen. Ja, starke Leistung von mir. Muss man ja schon mal sagen. Ich guck gleich mal so, was die, was der Beste auch. Alles klar. 6 Sekunden besser. Nein, danke. Würde ich vielleicht auch noch schlagen, aber das ist nicht der Sinn dieser Folge. Falls sie überhaupt keinen Sinn hat. So, habe ich geschafft. Bla bla bla. Jetzt haben wir noch. Ja, quasi alles geschafft, oder? Genau. Ich guck noch mal kurz, was da so die Bestzeit war. Genau, hier muss ich hin. Hot Wheels, Rivalen. Ich weiß so ungefähr, wie die aussah, die Strecke. Die war das. Was ist denn da so die Bestzeit hier mit S1? Na, global. Bestimmt so unter 2 Minuten, ne? Alles klar, 1,52. Okay, ich bin mega scheiße. Ich meine, das ist nichts Neues, aber okay. Schon nicht verkehrt. Ja, dann würde ich sagen, springen wir jetzt auch direkt in den 911 GT2 RS. Habe ich vergessen. So, das ist der Gudok jetzt hier schon. Alter, sieht schon nicht schlecht aus, ne? Wer weiß nicht, weiß ja, der GT2 ist quasi nochmal die verbesserte Version des 911 Turbo. Weil der auch schon nicht scheiße ist, aber ist halt nochmal ein bisschen besser. Letztes hier 620 PS aus einem 3,6 Liter großen 6-Zylinder Boxer Motor, der natürlich im Heck sitzt, hätte gedacht. Bei mir auch Heckantrieb und Handschaltung. Deswegen wiegt der Wagen auch nicht so viel, nämlich nur 1370 Kilo, also laut Forza zumindest. Ist jetzt nicht gerade wenig für die Leistung. Eigentlich gerade viel, meine ich, so rum. Ist schon, kann man sich mal gönnen. Ich würde sagen, wir fahren mal los. Also aussehen, finde ich nett. Ist auch jetzt hier S1 876, also auch nicht gerade langsam. Und Sound, ich meine, das ist geil, das ist einfach nur nice ist das. Fahr mal los. Okay, erster Gang ist halt zum Anfahren. Auch zweiter Gang wieder richtig Grip hier. So. Ich gehe jetzt ein bisschen auf, ne, in die Höhe. Der Sound ist geil, Alter. Wow, da kommt das Slackback. Ja, gut. Ah, hier ist noch so eine Art Hot Wheels Kreisverkehr, wenn man das so sagen darf. Gucken, was dann so unser Speed hier ist. Also 155. Was haben wir? Ja, das ist schon nicht ganz schlecht, der Speed. Ich würde sagen. Relativ lange Übersetzung. Der dritte fast bis 200. Mein Top-Sieb würde sein, ja, auf jeden Fall weit über 300. Ich denke mal so ein Forza bei 30, 340. Ich meine, der hätte genug Leistung, keine Frage. So, warte. Ich kann mal kurz hier nochmal ein kleines gerade Stück. Nehmen wir mal das hier gleich. Ich versuche mal zu beschleunigen. Der erste Gang ist halt nur wirklich kurz zum Anfahren, dann den zweiten schalten. Viel ist da nicht. Aber erst im Innenraum. Immer noch schönes Material. Ist halt auch nichts irgendwie groß, mehr viel Ausstattung wird er nicht haben. Also der sollte auch wenig Gewicht haben und schnell sein. Da sind halt auch, was ich solche Sachen wie, was ich gut wäre, wäre ein Doppelkupplungsgetriebe, das würde halt sehr schwer sein. Oder jeder technischer Füllefanz. Das braucht er halt nicht. So. 324, okay, ich sehe nicht, wo ich hinfliege.
Boah, das ist aber. Also hatten wir jetzt hier im Cockpit fahren, das ist keine gute Idee. Kann ich euch nicht empfehlen. Ich finde ihn geil. Ich will auch gleich noch kurz bremsen. Da so. Ja, also die Bremsen, die packen zu. Dann denke ich mal hier Carbon-Keramik-Bremsen von Porsche. Ist auch nicht ganz günstig hier, das Teil. Ich weiß nicht, was der kostet, aber ich denke mal auf jeden Fall über 200.000. Der war, glaube ich, limitiert, der GT2 RS. Also ich kann es auch scheiße erzählen, aber ich glaube, der war auf 500 limitiert. War auf jeden Fall nicht. Ist rar, das Ding sieht man sehr selten. Und wenn auch noch kurz, weil wenn zieht er direkt an dir vorbei. Finde ich geil. Besteht auch die Chance, dass er ins Let's Play kommt. Wer weiß. Mir erstmal komplett spielt, das ist klar, aber er könnte ins Let's Play kommen. Wenn ich möchte, natürlich. Wenn ihr möchtet. Also von mir aus gerne, weil der Wagen, der ist super. Ich liebe ihn. Ich finde andere Porsche besser, das muss ich zugeben. Aber der ist trotzdem ein richtig geiler Porsche. Ich meine, es ist ein GT2 RS. Das ist einfach. Es ist auch wirklich. Ich würde sagen, das ist sogar ein Rennwagen. So mehr oder weniger. Rennwagen für die Straße. Weil das ist schon ein ziemliches Biest, was ich hier habe. Naja. Aber dazu dann in späteren Folgen wahrscheinlich mehr. So, dann war's das mit der heutigen Folge Forzaton. Und ich hoffe, dass wir uns jetzt auch wieder bei Hotbeats wiedersehen oder bei irgendwelchen anderen Sachen. Warte, noch fotografieren. Das mache ich noch schnell. Wenn wir schon mal hier sind. Ist aber auch der Porsche. Warte. Der ist der Twinmill da oben, ne? Genau, Hotbeats Twinmill. Der 506 Autos am Foto. Alter, das ist krank. Davon sind doch die meisten fahrbar. Ich meine, so ein paar Autos sind von der KI, aber jetzt ein Roundabout, gute 500 Autos hier im Spiel, wie wir fahren können. Das ist. Ja, das ist richtig, richtig geil, ja. Warte, ich lasse das hier vorbeifahren. Jo. Und dann würde ich sagen, ich bin raus und ciao.